Cem, du übernimmst dich wie einen beleidigten Kindskopf und das auf eine ganz fiese Art. Cem, gestern hast du die Medienwelt zum Beben gebracht. Du hast Schluss gemacht mit der Adela, zuerst per WhatsApp und dann in einem dramatischen Statement auf Instagram. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo zusammen. Ich denke, es ist Zeit gekommen für den Real Talk von Rose Bay. Ich habe nicht die Beziehung mit der Adela beendet. Sogar nachdem sie von Ibiza zurückgekommen ist, anstatt sich mit mir zu treffen, ist sie einfach als Albani festgegangen und hat Party mit den anderen Bachelorette-Kandidaten gemacht und ist dann einfach auf Bali gegangen. Ab dem Zeitpunkt war es für mich klar, dass diese Beziehung trotz meiner Gefühle enden muss. Und ganz ehrlich, es ist für mich auch kein Wunder, dass Adela in ihrem Leben noch nie eine Beziehung hatte. Weil Adela liebt sich selber mehr als irgendjemand anders. Weißt du, was auffällt, James? Und ich nehme dir überhaupt nichts ab. Du hast abgelesen, du hast ein professionelles Mikrofon, du machst auf Lonely Man. Und das ist fies, die Tour, die du machst. Dass eine Liebe nicht klappt, das kann passieren, das ist nicht wahnsinnig cool. Aber was du machst, ist eine knallharte Abrechnung mit der Adela. Du sagst ihr am Schluss noch, der Mensch, den sie am meisten liebt, sei sie selber. Darum hat sie auch noch nie eine Beziehung gehabt und das wundert dich nicht. Du machst auf Schmerz verzehrt. Das Einzige, was bei dir wehtut, du bist verletzt in deinem Stolz. Ich meine, es ist ein Wahnsinn. Das Video ist mehr als 110'000 Mal angeklickt worden. Mehr als 2'000 Kommentare. Logisch, die gehen alle gegen Adela. Sie hat bis jetzt auch gar keine Chance gehabt, irgendetwas zu sagen. Sie ist nämlich auf Bali. Anstatt dass du ihr die Zeit und den Raum gibst, machst du auf beleidigte Memme. Du stellst sie bloß vor der ganzen Nation. Das ist fies, das ist kindisch, das ist stillos. Und es wird ein Bumerang geben. Wart's ab. Mich wundert es nicht. Ich habe immer gesagt, wenn es gut kommt, dann gibt das ein Sommermärchen. Mehr nicht. Der Sommer hat noch nicht einmal angefangen. Du hast aus dem Märchen ein Drama gemacht, das jetzt beendet ist. Aber die liebe, gute Adela, selbstverständlich soll sie jetzt zu Wort kommen und sie hat mit mir exklusiv geredet und das schauen wir uns jetzt an. Hallo, liebe Flavia. Ich bin ehrlich gesagt schockiert über die Nachricht von Cem. Ich habe das so nicht erwartet von ihm. Vor allem finde ich die Art und Weise, wie er das Ganze beendet hat, sehr fragwürdig und bedenklich. Auch die Aussage am Schluss kann ich absolut nicht nachvollziehen. Gott sei Dank aber wissen meine Leute, wie ich bin und lassen sich auch von dem Ganzen nicht irritieren. Es ist die richtige Entscheidung, es ist okay. Und ich probiere jetzt einfach die restliche Zeit in Bali zu genießen. Cem, ich schließe mich der Adela ihrer Meinung an. Es ist sehr fragwürdig, wie du Schluss gemacht hast. Es hat keinen Stil. Ich erlebe Adela als Mensch mit sehr viel Empathie. Die habe ich auch schon gesehen, die habe ich auch schon erlebt. Und ja, du bist einfach jemand, der sehr stolz ist und sehr selbstverliebt. In meinen Augen bist du mehr als Adela. Du hoffst wahrscheinlich jetzt auf die grosse Karriere. Ich denke nicht, dass die kommt. Wenn schon, mag ich selbstverständlich auch dir gönnen. Bleib fair oder wird wieder fair. Mach's gut.